Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute versuchen wir uns mal am zweiten Feuergolem, der dort vorne dieses Lager platt macht. Sehr beeindruckend. Ich starte nach Schloss Enzis am Knabenpunkt. Hier sind überall diese Reiter. Die sind jetzt nicht so der Rede wert, aber ich muss ihn wegmachen. Vor unserem Weg ist. He has no chance. So, eigentlich ist es sinnvoll, ihn einfach viele töten zu lassen. Gar nicht jetzt. Oh mein Gott, he's coming. Rage Mode. Und jetzt alles selber zu machen, sondern einfach. Wow. Da lässt mir gar keine Ruhe. Hat das ganze Lager weggemacht. Aber hat einen anderen getötet. Komm, get down. Wir wissen beide, dass du es willst. Get down. Zu Boden. Sehr schön. Ich komme nicht ran. Das hasse ich. Scheiße. Man hat so viel Zeit und ich hab's verdaut. Oh! Ich hab's doch nicht versaut. Und drauf. Ist noch nicht zu Boden, aber kurz betäubt. Jetzt geht er zu Boden. Doch nicht? Nein! Echt Dummkopf. Oh, oh, oh. Oh, das tut. Oh, danke, lieber Geist. Getrocknete purpurne Träne. Geil. Hufengesicht. Stell den Arzneigemisch kurzzeitig die Lebenspunkte von Verbündeten in der Nähe wieder her. Mäh.
Eine Kristallträne, die langsam im Lauf vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo sich das Herz des Götterbaums tief im Golemofen sammelt. Kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Das resultierende Gemisch stellt für eine Weile schrittweise die Lebenspunkte eines Verbündeten wieder her. Gilt nicht für den Nachahmer. Ah, schade. Hätte man den noch heilen können, dann wäre er sowas von OP. Ja, die einzelnen Items holen wir später. Ist geil gemacht, muss ich ehrlich sagen, was wieder hier alles so fertig macht. Gefällt mir gut. Das war der zweite Ofengolem. Es gibt noch ein paar mehr. Danke fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ihr könnt sogar Mitglied werden meines Kanals, dann könnt ihr mich noch mehr unterstützen. Vielen Dank. Haut rein. Ciao, ciao.